Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Ich bin nur einer aus dem Gefängnis. Ich bin eigentlich ein Verbrecher. These people may need more help than I do. Oh mein Gott. Ein Einhorn. Die gibt es doch gar nicht. Also Zombies, Zombies heißen die ja nicht. Das Zombie-Einhörner. Oh, die sind die schönsten. Oh, hast du gesehen gerade? Nee. It's fake day. Da. Oh, ja, Suppe. Hä? Anrufbeantworter. Maybe there's something on there. Das Blut ignorieren wir einfach mal. Three new messages. Ach, message 1 left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Das ist 911. We love you. We love you. We love you. Ja. Daddy? Blutfußdrücke. Abdrücke. Ich hab das, Blutfußdrücke, ich ja. Ich hab das ab ein bisschen vergessen. Wo kam dieses Daddy her? Frag ich mich aus auch. Dem Becher Wasser bestimmt. Oh, ich trinke erstmal einen Becher Wasser, ey. Und schon ist das Bein wieder heil. Was soll das denn? Vielleicht kam das da raus. Vielleicht sitzt da ja ein kleiner Kobalt drin. Siehst du? Oh, du hast auch noch recht, du Arsch. Ja, ein kleiner Kobalt, so sehen finde ich Kobalt aus. Hello? You need to be quiet. Wer ist das? Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. Mit den Eltern würde ich nicht fragen. Nee, ne? It's too sad. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Also. Was mit Punkt, Punkt, Punkt nichts sagen? Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Wo bist du? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Das ist bestimmt Sandra. Alter, Kriegtein, mein Gott. Ah! Oh Gott, was? Du musst auf sie zielen. Ich trete dir gegen den Kopf. Ah!
okay. Nochmal? Ich glaube, das war... Nochmal? Nein. Ging nicht nochmal. Super, Nanny. Aha, super, Nanny. Schönes Outfit jetzt. Hi there. Did you kill it? Yeah. Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Kann man das noch ändern, dass es da mal oben eingeblendet wird? Das nervt ja voll. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Also ich würde sagen, bevor es dunkel wird, durch meine Walking Dead-Erfahrung. Ja. Außerdem, also wir machen das so, wir wechseln uns ja ab, wer spielt. Und ich würde immer sagen, der auch spielt, der hat sozusagen das letzte Wort. Der andere kann so Hilfe geben, aber der spielt, der entscheidet es auch. Dafür trägt man dann leider auch die Verantwortung. Ja, genau. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Das nervt, dass das da steht. Das muss man doch irgendwie. Das haben wir am Anfang eingestellt, leider. Ja. Aber es waren noch andere Sachen, die man vielleicht hätte haben sollen. Alter, ich habe jetzt ein Mädel, was soll ich... Ich hätte gerne noch ein bisschen da rumgeguckt. Ich habe zu wenig untersucht, bevor ich den Anruf beantworte. Stimmt. Das Walkie-Talkie. Du musst eine Nachricht hinterlassen. Mach, guck mal, ob man das umstellen kann. Ja. Jo, wir konnten es umstellen, sogar genau das. Und die Punkte sieht man trotzdem. Das ist doch schön. Finde ich sehr gut. Wo ist denn das hingerannt? Ich weiß nicht, aber... Gut, weil ich bin nicht so schnell. Das wird ja hoffentlich nicht das ganze Spiel so sein. Nee, ich... Müsste ja eigentlich. Naja, außer man findet irgendwas. In die Tonne könntest du gerade gucken. Echt? Hä? Ach nee, das war wohl das Tor. Da sind die ja. Wer sind die? Die Bösen. Nee, nee, das sind gar keine. Oh, weil die so Geräusche gemacht haben. This sucks. Oh, it's hot dish night. Das, ja, das ist halt auch, mal. Jetzt entscheidet man, ob man sich mit irgendwem zusammenschließt oder mit wem. Und das ist echt cool. Bei Walking Dead denkt man immer so, schließ dich doch mit denen zusammen. Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Ja, Nachricht schreiben, sag ich doch. Mach mal was. I won't leave you alone. Well, let's go somewhere oder? Safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man! Zombie. Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Was ist los? Wir suchen Hilfe. Keine Ahnung. Do you know what the hell this is? No idea. So you've seen them then. You could say that. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Irgendein Typ. Ich mach Nachbar. A neighbor. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. Wir können einfach nur so einen Blick, ne? What do you want to do? I... 5240. The monster's coming. We gotta go. Lee, quick. Let's go. Hä? Hat nie gesagt, dass er Lee heißt. Dun, dun, klar. Dun. Ach so. Sie erinnert mich voll an Ash wegen der Mütze. Das ist
Were any of those guys neighbors too? Sorry, ich hab schon wieder vergessen, Facebook auszumachen. Entschuldige mich in aller Förmlichkeit. Das beheben wir gleich. Oh, schon Nacht. Ja, was wäre denn, wenn wir nachtlos gegangen wären? Dann hätten wir die doch gar nicht getroffen. Ja, wäre alles anders. Ich will das aber auch voll wissen, man. Man kann das eigentlich 5000 Mal spielen. Eine Farm. Solange die keine Zombies in der Hütte. Ja, da ist eine Scheune, da hast du bestimmt schon. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. Das stimmt. It was nice to meet you both. Oh, ich schreibe dir noch 100 Sachen. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you, then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. It's an intro. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter, then? Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, Klaus, die zu fragen. Looks like you hurt your leg pretty bad there. Ach, das geht schon. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Wenn er jetzt auch noch Arzt ist, dann will ich ab. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Wir müssen es abschneiden. Ist zu teuflisch. Es ist nicht so schlimm. Ich bin cool. It's not too bad. Tough guy, huh? What did you say your name was? Es macht Lee. Nichts. It's Lee. Nice to meet you, Lee. Ich war nicht. I'm Herschel Green. How'd this happen? Autounfall. Car accident. That's so. Wie schnell die mich jetzt wieder fragen. Before the car accident. Ja, die Zeit geht immer schneller. Einfach raus. Einfach raus. Just out for a drive. Ich glaube, aus Atlanta hätte ich gemacht. Ja, es war falsch gedacht. Ich dachte, einfach raus. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Polizist. Niemand. Alter. Nobody. Schneller machen. Is that so? Yeah. It is. You said we. Oh. Da hab ich nicht drauf geachtet. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. Klug. That doesn't seem necessary. Nee, überhaupt nicht. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows what it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. Solchen Zeiten. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose.
ist genauso. Alright then. Genauso wie der Spruch, ich beiße nicht. Ist ja eigentlich ganz gut. Ja, da oben liegen Leichen. Hä? Das waren einfach Leute. It smells like. Shit! Mist, Scheiße. Oh, stimmt sogar. Ich mach Mist, weil Scheiße ist so heftig. Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I missed my mom and dad. Aww. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Gerade so eine Minute geschlafen und dann hat er den Traum ist wieder hochgeschreckt. Hey, get up! Was ist er denn? Ist derselbe, der hat einen Bart gekriegt, oder? Itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away. Oh, Alter! Huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence! There's a tractor and everything! Übrigens hat man auf dem Foto doch gesehen, dass die Eltern von ihr schwarz sind. Nicht asiatisch. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck? Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb with a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. Hello. Ich bin Doug. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Mal abwarten, was hier gibt. Maybe. We'll see how things shake out with this Herschel guy. Herschel? Ist er noch? Good luck with that. He's a hard ass. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Warum heißt der auch Herschel? Das ist ein bisschen komisch. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Oh, ich bin im Spiel. Dann machen wir uns mal an die Arbeit, ne? Tower, 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 Tower.